Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann. Heute bereits schon am Montag. Eine wunderschöne Wochenstart wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende ganz gut überlebt. Also wahrscheinlich schon, ne? Meistens ist ja Wochenende hier Füße hochlegen und einfach mal chillen. So, ich habe tatsächlich schon einiges vorgearbeitet heute, möchte ich sagen. Also ich habe schon die ein oder andere Helfer angemacht. Ich habe schon ein bisschen aktiviert und so weiter. Das läuft alles schon. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Kartoffeln vielleicht doch selber fertig ernten sollte, weil der fällt immer wieder aus, ist mir aufgefallen. Oder er ist halt instant voll, weißt du? Also die zwei Möglichkeiten, und alle zwei Möglichkeiten sind nicht sehr schön. Aber ich muss dazu sagen, ich müsste eventuell gleich bald, also jetzt gleich, müsste ich nochmal rüberhüpfen zum unserem Deutz. Der ist nämlich auf dem anderen, auf dem alten Feld noch, ist noch dabei, also ist noch beladen. Und eigentlich müsste ich ja den ausladen und, oder? Lass ich mal gucken. Der Drescher hat Raps drin. So, der Deutz wird mir gerade nicht angezeigt. Schade. Schade, schade, schade. Ja, auf alle Fälle wäre es darum gegangen, dass wir eben unten auch einen Traktor mit Anhänger haben. Bevor unten, ja, ne? Bevor der Drescher voll wird. Der hat jetzt 50%. Okay, da könnte man vielleicht noch einen Moment warten. Dip, 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 dip. Immer im Prinzip ist es ein cooles Gerät, da gibt es nichts, ne? Aber es hat halt einfach einen sehr kleinen Korntank, nenne ich es einfach mal. Also den Tank oder dieses Auffangbehältnis, wo die Kartoffeln dann reingehen. Das ist nicht allzu groß hier. Aber wie gesagt, es ist immer noch ein kleines Feld. Und es spricht eigentlich gar nichts gegen, auch für kleine Felder so ein Gerätchen zu haben. Vielleicht, nee, ich glaube nicht, dass wir schneller gewesen wären, wenn wir das mit dem normalen Maschinchen gemacht hätten. Das glaube ich nicht. Also wo du hier Front und Heck hast. Glaube nicht, dass wir schneller gewesen wären. Nee. Ich muss natürlich auch weiteres gucken. Auf der 17 haben wir nämlich unseren Kalksteuer momentan am Laufen. Der macht den Job eigentlich ganz gut. Es ist nur ein klitzekleines Problemchen, dass der mir in der Mitte sehr oft fahren würde, wollen würde, wie auch immer. Und das natürlich nicht sehr cool ist. So, ich stelle den Johnny jetzt erstmal hier runter. Da können wir auch mal gucken, wie weit die sind. Hier ist er schon, der Johnny. Oh, 77%. Da ist schon einiges drin. Holla die Waldfee. Moment, kurz warten, bis der Container. Jupp, können wir machen. Ey, ist echt schon was drin, ne? Das ist nicht schlecht. Na, das heißt, vor allem die Kartoffeln heißt für uns natürlich, dass wir Schweinefutter produzieren können. Darauf freue ich mich schon am meisten. Und natürlich müssen wir auch von der Mühle, ne? Von der Mühle müssen wir auch dann das... Was haben wir da gemacht? Irgendwas haben wir da hingebracht, ne? So, ihr habt mir ja gesagt, ich soll eigentlich mal den Container am Auto umlassen. Wollen wir mal testen, ob das auch funktioniert? Sollte eigentlich, ne? Also von der Höhe her müsste es sich eigentlich ausgehen. Gucken wir einmal nach. Er lädt nicht. Doch, jetzt. Sehr gut. Aber höher darf er nicht mehr sein, ne? Dann ist hier Feierabend. Der Traktor, der Anhänger war es eben. Oh, der ist jetzt auch kurz vor Feierabend. Sehr schön, seht ihr? Und der wird dann eben sehr viele Querbahnen fahren. Und das ist eigentlich Bullshit. Da muss man wirklich so sagen, das geht eigentlich gar nicht. Oder muss nicht sein, sagen wir es mal so. Geht schon, aber muss nicht sein. Deswegen wird man jetzt mal selber in die Hand nehmen. Und einfach mal die letzten Dingens hier ein bisschen selber fahren. Ja, 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 ich weiß, ich mache sehr viele Sachen gleichzeitig. Aber sagen wir mal so, ich spare mir einfach sehr viel dabei. Und ja, ich spare mir wirklich sehr viel, wenn ich jetzt einfach die Abschlussarbeiten größtenteils selber mache, weil ich dann einfach nicht sehr viel verschwende. Ganz klar, dass ich dann sage, okay, dann muss halt das eine oder andere jetzt mal warten und dann machen wir einfach ein paar drei Sachen selber. Und dann läuft das aber auch, weißt du? Weil du kannst hier zum Beispiel jetzt schon wieder den, weiß ich nicht, irgendwas hinmachen. Das heißt, du kannst hier zum Beispiel gucken, okay, wir können das Feld wieder fertig bearbeiten. Geht's jetzt aus. Weißt du, dann läuft das. Natürlich wird das eine oder andere immer zu kurz kommen. Ich weiß, wir müssten die Kühe machen. Ich weiß, wir müssten... die Apfelplantage beschicken. Ist, weiß ich alles. Das weiß ich alles tatsächlich. Aber das muss alles noch ein bisschen warten. Ich glaube, es waren sogar einige Zuschauer, die mir da geschrieben haben. Werner, guck doch erstmal, dass die Felder alle bestellt sind. Wenn die dann wachsen, hast du genug Zeit für alles andere. Das stimmt tatsächlich. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Kühe nichts mehr zu essen bekommen, nur weil ich gerade im Feld bin. Das, so ist es jetzt auch nicht gemeint, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, hier haben wir noch ein paar Lücken drin. Ne? Das ist nicht so hübsch. Da fahren wir jetzt einmal nach rechts und einmal nach links vorbei. Da müssten die Lücken eigentlich großartig geschlossen sein. Wegen 2-3 Quadratzentimeter ist mir das komplett Wumpe. Das wisst ihr.
Aber sagen wir mal so, ne, der Kalt kostet uns eigentlich nichts. Er kostet uns wirklich gar nichts. Und deswegen können wir den eigentlich auch relativ großzügig hier auftragen und einfach mal so eine Ecke einfach mitnehmen. Weil es kostet uns halt einfach gar nichts und die Kalkmine, Grube, sorry, Kalkgrube ist voll mit Kalk, also das, na, das passt auf alle Fälle. Ich finde auch den Düngerstreuer, den Dünger-Schrägstrich, Miststreuer finde ich sehr, sehr cool. Mir gefällt das einfach. Ah, läuft schon. Ich habe das nicht gesehen jetzt am Anfang. Sehr. Okay, hier noch, da noch und dann fahren wir auf die Straße raus. Da wollte ich gar nicht lange jetzt hier rum tollen. Ist hier eine Straße? Hier gibt es keine Straße. Okay, dann müssen wir hier rausfahren. Die Straße beginnt erst da vorne. Muss ich das jetzt, kann ich das zumachen oder wie ist das hier? Nee, ich möchte den Deckel hinten zumachen. Leck. So, Container abladen möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich... Nee, das möchte ich auch nicht. Ich möchte das hinten schließen. Kann ich das nicht machen? Ich kann ihn anschalten. Okay, das möchte ich jetzt einfach nicht. Ich möchte hinten diesen Deckel schließen. Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Ah ja, weil es nach hinten gedrückt wird. Ja, kann er leider nicht. Helfer, er hat einen vollen Kontakt. Ist, war zu erwarten tatsächlich. Du kannst aber... Nee, ich fahre jetzt selber zum Hof. Weil im Hof muss ich ja sowieso den Unimog noch umleiten. Cool. Das heißt, hier haben wir natürlich wieder ein Feld frei. Produktivität haben wir 89% bei den Schafen. Bei den Schweinen haben wir, weiß ich nicht wie viel. Kühe haben 90%. Es ist okay. Es ist nicht maximale Auslastung. Es ist okay. Die Frage ist nur, wo stellen wir das Monster hin? Weil da ist ja eigentlich noch Kalk drin. Nee, wir machen das jetzt so, damit wir mal... Oh mein Gott, hier ist Stau und ich bin dran schuld, weißt du, das ist das Schlimmste dran. Wir machen das jetzt so, ich werde auf alle Fälle das den restlichen Kalk, der hier liegt, weil hier liegt ja noch eine Kleinigkeit, ne? 70% haben wir jetzt noch drin. Vielleicht liegt das, oder vielleicht ist das, was wir hier haben, vielleicht können wir das noch aufladen, weißt du? Das wäre natürlich schön. Oder prinzipiell eigentlich auch komplett Schnuppe, weil wir können ja... Das hier direkt auf dem Feld da oben, wo jetzt Stroh liegt, da können wir ja direkt dann Kalk streuen. Das heißt, das können wir dann anschließend auch noch machen. Ich mache das jetzt so, dass ich den so ganz leicht quer hinstelle. So, dann lassen wir den erstmal stehen. Nee, ich brauche jetzt tatsächlich den hier. Dankeschön, damit sich erstmal unser Stau vor der Türe auflöst. Das ist schon mal, wäre schon mal ganz geschmeidig. Die Fuhre können wir gleich hier in den Kompost da reinwerfen. Na, ihr wisst ja, wie das läuft mittlerweile. Mutterboden, bester Kompost ever. Und dann kümmern wir uns gleich um den Drescher und dann wieder um den Kartoffelernter. Und das ist so ein Rad, ne? Das dreht sich einfach. Und wenn du damit, wenn du einmal damit beschäftigt bist, dann bist du eigentlich immer beschäftigt. Ja. Das war die Kernaussage. Hier steht immer noch so ein IT. Verdammt, jetzt weiß ich, was ich mit rein. Ich wollte tatsächlich für den Unimog, also nicht für den Unimog speziell, für LKWs gibt es tatsächlich einen Auflieger für Hakenlift. Habe ich gefunden? Habe ich im Mod, habe das sogar, glaube ich, sogar gefunden. Den wollte ich mit reinnehmen, habe ich vergessen. Shit. Naja. Das nächste Mal dann, ne? So, du hier kommst auch mit. Das ist eben Gerste, was da drin ist und das bringt uns jetzt in dem Fall gar nichts, weil wir haben da unten Raps. Ne? Deswegen muss da Raps. So, das Stroh, was hier liegt, ne? Das Stroh wird eingelagert in unsere Strohlager. Viele werden sich jetzt denken, hä, mach doch zu Kompost. Bringt mir momentan einfach gar nichts, Kompost daraus zu machen, weil ich einfach so viel Mutterboden und anderes Zeug habe, was ich in den Kompost da reinwerfen kann. Und ich kann ja zu einem späteren Zeitpunkt immer noch sagen, okay, das Stroh, was wir im Lager haben, können wir eigentlich auch dafür verwenden, Kompost zu machen. Das geht ja in 10 bis 20, 50 Folgen immer noch. Das heißt ja nicht, dass das Thema gestorben ist, sondern das geht ja dann immer noch. Aber wie gesagt... Erstmal einlagern. Erstmal alles am Lager haben, ne? Das ist auch etwas, was mir... Oh, jetzt bin ich... Oh, jetzt bin ich falsch gefahren. Okay, tut mir leid. Wir müssen ja von außen ranfahren. Ich hoffe, dass das in der Reloaded-Version... Es kommt ja eine Hofbergmann Reloaded, habe ich gehört. Ich weiß nicht, wann die kommt. Das ist mein kleines Problem. Also ich bin tatsächlich schon dabei, hier ein bisschen... das muss ich heute oder morgen machen. Muss ich mal ein paar Leute anschreiben, ob man da vielleicht... Informationen bekommt oder vielleicht kann man da auch schon was zeigen. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Möchte ich da nicht so weit aus dem Fenster auslehnen. Mal gucken, ob wir da... Aber ich werde auf alle Fälle... Also wenn es möglich ist, dass wir den Spielstand hier fortsetzen, dann werde ich auf alle Fälle die Reloaded-Version spielen.
Wenn nicht, dann muss ich gucken. Muss ich gucken, wie ich das mache. Ich weiß es tatsächlich nicht. Weil wir haben eigentlich schon einiges gemacht hier, ne? Muss man einfach so sagen. Und wenn ich jetzt wieder von Null anfange, habe ich jetzt eigentlich nicht die Lust. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ja, wir gucken einfach mal. Noch ist hier nicht da, die Reload-Version. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, ne? Das, so ist es nämlich. So, was sagt eigentlich das Lager? Das Lager sagt eigentlich, jo, hier ist fast gar nichts los, weil ich noch nichts gemacht, also, was heißt nichts gemacht, aber wir haben über 100 Folgen hier gemacht, ne? Aber irgendwie, das Lager wird nicht voller. Das Lager wird nicht voller. Weil ich einfach immer irgendwas finde, was ich direkt brauche und kaufen möchte und bla. Und dann eigentlich immer das Geld, oder das Korn, was ich habe, verkaufe, sodass ich Geld bekomme, um mir dann das eine oder andere zu gönnen. Ja, so ist es hier. Bin ein schlimmer Finger, ich sage euch das. Aber mein Gott, ist nicht so schlimm. So, hier müssen wir dann gleich mal gucken wegen dem Ladewagen. Ne? Das muss ja auch gemacht werden hier. So. Ja, die Kartoffeln, die werden wir dann auch gleich angehen. Vielleicht schaffen wir es die Folge noch. Ich versuche es zumindest, die Kartoffeln fertig zu bringen. Das wäre natürlich etwas... Glaube aber, das funktioniert auch nicht, weil der Anhänger wieder... Wieder ist falsch, aber der Anhänger wird voll sein. Bald voll sein. Das heißt, ich werde da nicht alles reinbekommen. Ist meine Vermutung. Der Drescher steht wunderbar. Also wirklich wunderbar. Weil ich kann ihn hier hinstellen und einfach stehen lassen. Und der macht das dann selber. So, weit genug weg. Wunderbar. Ey, geht das nicht? Doch, jetzt. Ey, du bleibst aber schon stehen jetzt, oder? Junge, mach mich jetzt nicht schwach. Ja. Er hat sich nur neu positioniert. Okay. What? Lad doch weiter ab, oder ist voll? Nee, ist nicht voll. Kannst du abladen. Was ist da los? Lad doch ab, mein Sohn. Jetzt, hä? War kein Platz mehr, oder was? Oder bin ich rausgejumpt und dann sagt er, nö, wenn keiner da ist, dann lade ich auch nicht ab, weißt du? Kann auch sein. Alles rein, alles rein. Vorne haben wir noch ein bisschen Platz, habe ich gesehen. Kann ich hier nicht abladen? Geht nicht? Müsste aber eigentlich. Boah, ich schieb den halt nur hin und her, ne? Aber gut, dann laden wir halt hinten auf. Wenn ihr hinten... Ja gut, hinten sind auch die Achsen, ne? Irgendwie auch verständlich, dass man über die Achsen abladen will. Wir haben 93% am Johnny, ne? Das dürfen wir jetzt nicht außer Acht lassen. Das ist halt nicht schon ganz schön viel. Für so einen kleinen Container. So, hier vorne liegen überall noch Kartoffeln rum, glaube ich, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, vielleicht geht sich das noch aus. Es ist schwierig zum Kalkulieren. Wie viel liegt hier wirklich noch? Wie viel wird das werden? Ah, schwierig. Ich hoffe natürlich, dass wir das jetzt hier reinbringen, aber... Also, eine Wette würde ich jetzt nicht abschließen, ne? Ich finde auch cool, wie der immer so wackelt, ne? Wackel, 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 wackel. Und der Einschlag natürlich, ne? Der Einschlag ist halt Bombe. So, liegt hier noch was? Es sieht nämlich so dunkel hier aus. Ne, hier liegt... Ah doch, ein bisschen was lag hier noch. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den kleinen, sagen wir mal, Zweiteiler hier, ob wir den einfach trennen können. Also, was heißt trennen? Wir können einfach von unten nach oben hocharbeiten. Damit wir schon mal hier nicht mehr runter müssen. Das ist schon mal, glaube ich, nicht so schlecht. So, einmal hier, zack. Ah, jetzt sehe ich erst, dass hinten noch zwei solche Dinger dran sind, wo die Erde wieder rausgeht, ne? Guck mal genau hin, Moment, muss ich gerade auf eine Reihe drauf fahren. Ah, kommt, da kommt hinten die Erde wieder raus. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, gar nicht schlecht, ne? So, sollte eigentlich passen. Ich werde jetzt mal einmal hier runterfahren und hoffentlich nehme ich dann so ziemlich alles mit von der Seite hier.
machen wir das mal so, damit ich ein bisschen besser sehen kann. Ja, so geht das schon. So sollte das schon funktionieren. Dann haben wir das hier schon mal komplett fertig. Dann haben wir nur mal den, unter Anführungszeichen, unteren Teil. Gut, das passt dann aber auch. Ja, wir haben jetzt 50%, ne? Es ist schwer zu sagen. Also wir können auf alle Fälle noch was aufladen. Das heißt, ich kann, glaube ich, schon sagen, dass wir morgen definitiv mit der Kartoffelernte fertig werden. Das werde ich mir einfach jetzt so grundsätzlich zum Ziel nehmen, morgen Kartoffeldingens fertig machen und auf alle Fälle die Apfelbäume wieder bestellen. Das ist sehr, sehr wichtig für morgen. Ja, gut. Liebe Leute, ich würde sagen, wir sind erstmal fertig für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Morgen neues Video, 12 Uhr. Wer Bock hat, gerne dabei sein oder eben kostenlos abonnieren, da bekommt ihr in der Abo-Box eine kleine Anzeige, nicht Anzeige, ist falsch, aber eine kleine Mitteilung und sagen wir, da ist ein Video online. Kann man gerne gucken. So, ich wünsche euch was. Bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.